Von zusätzlicher Training profitieren aber auch Kinder, die motorische Rückstände aufweisen. Ja, schon wieder so ein Thema. Ich meine, da jeden Tag durch die Wohnung rennen und da... etwas lernen bei. Ich meine, wenn wir da zum Beispiel, wenn das Kind Englisch hat, da durchs Haus rennen und Englisch lernen, kann ja super funktionieren, meiner Ansicht nach. Ich meine, da kann man besser lernen, wenn man nebendran noch Skyrim zockt. Oder Assassin's Creed, was übrigens im November rauskommt und was sofort durchgesuchtet wird. Oh, das ist scheiße, ich werde das sowas von durchsuchten. So, mal kurz bei den Hühnern vorbeischauen. What the fuck legen die Eier hier? Meine Güte. Hat er. Sie haben einen Huf außen. Toll, Sammelobjekte. Alter! Könnt ihr mal eure Scheißeier bei euch im Arsch behalten? Boah! Das ist eine Legemaschine hier! Das ist ja nicht mehr normal! So, dann nehmen wir mal den... im Wachstum ist da noch. Aber im später Wachstumsepisode. Ich brauche einen zweiten Anhänger, damit ich auf Nummer sicher gehen kann. Nicht damit ich dann da mit meinem aktuellen Kipper da in Fahrt bin. Und dann da das ganze Ding da. Dingens keinen Anhänger habe, um zu leeren und dann nebendran das Zeug vergammelt. Fumayeti. Wumba. Yumba ba dumba, yumba ba dumba, yumba ba dumba, yum bum bum. Balea wa wuya, hibi libi duya, hiya, duya, dibi dabi dum bi dabi dip dip dup dap du. Ich bin behindert, ich bin behindert. Ja, aber das wissen ja alle mittlerweile schon, dass ich ein bisschen behindert, behindert bin. Behindert bin. Ja.
Eine weitere Möglichkeit ist es, die Bewegung als Pausegestalt reinzusetzen, diese doch insbesondere dann sinnvoll, wenn die Aufgabe zum Beispiel Rechnungen schriftlich durchzuführen nicht direkt die Bewegung ausgeführt werden kann. Es empfiehlt sich, mit ihrem Kind vorab direkt die Bewegung ausgeführt vorab Zwischenetappen zu vereinbaren, damit die Bewegungseinheit gleichzeitig als Belohnung dienen kann. Zum Beispiel, wenn du die Hälfte des Rechnungsblattes gelöst hast, darfst du 5 Minuten aufs Trampolin. Egal ob während des Lernens oder als Pausegestalter, bewegtes Lernen hat meist ein spielerisches Element. So, jetzt brauchen wir den anderen. Den hier nehmen wir mal. Und holen mal die Karre hier. So, und jetzt Mais abholen. Dann läuft die Hühnerkacke. 20 Minuten vorbei. So. Egal ob während des Lernens oder als Pausengestalter. Bewegtes Lernen hat meist ein spielerisches Element. Daher wirkt es sich nicht nur positiv auf die Lernmotivation und die Effektivität des Lernens aus, sondern auch auf die Gefühle, die mit dem Lernen verknüpft werden. Kinder, die in dem Fach Mühe haben, empfinden die 1x1-Abfrage auf dem Trampolin vielleicht als weniger prüfend und ernst. Schüler, die schlecht lesen, finden durch die zusätzliche Bewegung vielleicht einen anderen Zugang, weil sie die Erfahrung machen, die Rechenübungen sind nicht mehr so langweilig oder das Lesen auf dem Heimtrainer-Velo kann auch Spaß machen. Erfahrungen wird diese wertvoll. Denn sie erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind auch bei den ersten Lerneinheiten wieder bereitwilliger mitmacht. Falsche Richtung. Da geht's lang. Ja, eben wie gesagt, Lesen und Rennen und Hometrainer, Velo, Fahrrad, Dings, Gedöns, Gebums, was auch immer. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil wenn man da immer... What the fuck? Ah, toll. Oh, da ist aber ein... Das ist aber kein schöner Übergang von der Straße auf den Platz. Da hätten sie sich ruhig was Besseres einfallen lassen können. Das ist wirklich nicht schön gemacht da. So langsam kommt die Kohle. Auch wenn 3000 für eine ganze Ladung schon ein bisschen wenig ist. Finanzen heute gesamt 1840 Euro, da haben wir Betriebskosten, Fahrzeuge weniger 400.
neue Fahrzeuge, haben mir eine Ausgabe von 4.900 gemacht und habe jetzt noch den Kotterschab von 1.072 Euro. Jetzt müssen wir dann, na, hier können wir mal ein Jahr abgeben gehen und dann mal einen Finanzomat aufsuchen, wenn man die Dinger so nennen darf. Also dürfen ja schon, aber können. Da vorne sollte ein Finanzomat sein. Wo kommen denn hier die Eier hin? Hier kann man doch Eier abgeben, oder? Ja, hier. Wie viel hat das gebracht? Im Kredit habe ich noch 100.000. Ach. 100.000, das wird immer noch nicht reichen. So, ernten, Marsch. Kinder lernen ausdauernder, gründlicher und begeisterter, wenn sie ihren Körper mit all seinen Sinnen dabei einsetzen können. Und nicht nur das, das so Gelehrte bleibt auch besser im Gedächtnis haften. Wenn Kinder auch in Unterricht, Schule und Freizeit begegnen, tun sie nicht nur ihren Rücken Gutes, sondern auch ihren Lernleistungen. Bewegung weckt das Gehirn. Wer sich bewegt, aktiviert die motorischen Zentren des Gehirns. Diese Zentren spielen eine wesentliche Rolle dabei, wie Informationen verarbeitet und gespeichert werden. Kinder, auch Erwachsene, behalten zum Beispiel Wörter, Zahlen und Inhalte leichter, wenn sie beim Lernen Gesten einsetzen und sich rhythmisch bewegen oder die Inhalte laut wiederholen. Aufmerksamer wird Aufmerksamkeit entstehen, wenn die Nervenzellen im Gehirn ausreichend aktiv sind. Dazu braucht das Gehirn einerseits Sinnesreize, andererseits einen aktiven Stoffwechsel. Dazu muss ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden. Beides wird durch Bewegung gefördert. Wie wach jemand ist, hängt vor allem davon ab, welche Sinnesreize das Gehirn über das Gleichgewichtssystem enthält. Diese informiert darüber, welche Lage der Körper gerade einnimmt. Es ist deshalb besonders abhängig von Bewegung. So, und das war's mit dem Thema. Ihr habt gesehen, der zweite Teil war nicht mehr der gleiche Text, sondern ich habe ja da noch eine andere Meinung eingeholt. Und es wird hier scheinbar wirklich bestätigt, dass das so ist, dass wenn man sich zum Lernen bewegt, dass man da dann besser lernen kann. Ob das wirklich so ist, das lasse ich mal dahingestellt. Kann sein, kann nicht sein. Auf jeden Fall, eins steht fest. Wenn man das durchführen würde, dann wird es im Schulzimmer, im Schulklassenraum
ziemliches Chaos geben